Hallo Freunde des Lichts. Wer glaubt, Moonshiner gibt es nur in Kentucky, der täuscht sich. Die gibt es hier in Bosnien haufenweise. Jeder in Bosnien oder jeder, der will, hat eine Schnapsbrennanlage. So, das, was ihr hier hinten im Hintergrund seht, eine Schnapsbrennanlage bei sich zu Hause stehen. Das ist ein Hammer. Weder der Staat noch sonst irgendjemand will auch nur einen Cent dran verdienen, wenn die Leute sich hier einen Schnaps bauen. Da braucht man sich nicht wundern, dass sie ihren Schliwowitz und das ganze Zeug so reichlich herstellen. Und ich werde mal schauen, wie das aussieht. Lass mir mal da ein bisschen was erklären von. Ich zeige es euch mal. Aber das, was ihr hier seht, ist eine ganz einfache Schnapsbrennanlage. Da braucht man keine Elektrizität, da braucht man kein aufwendiges Gas oder so. So wie ich das sehe, wenn ich das richtig sehe, wird der Kessel hier drüben mit Holz befeuert, aber wir werden es erleben. Ich bin erst angekommen, ich weiß noch gar nicht, was Sache ist. Ich bin selber sehr gespannt. Ein wichtiger Bestandteil ist natürlich die Maische. Und die wurde schon vor längerer Zeit angesetzt. Das ist alles Zwetschge. Wer hätte erst gedacht? Schliwowitz, klar. Und es wurde schon vor etwa 2-3 Monaten wurde die Zwetschge hier angesetzt. Weil die muss natürlich schon ein bisschen vorgären. Es muss sich schon Alkohol gebildet haben, damit der verstärkt werden kann. Durch das Brennen. Ah, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren hier. Jetzt wird erstmal der Kühlkessel gefüllt. Das hier ist das Kühlwasser, weil der Alkohol, der hier verdunstet wird, geht über diese Röhre hier oben entlang, hier runter, hier in die Schlange rein und dann muss er gekühlt werden, damit nachher wirklich auch Alkohol rauskommt. Sonst kommt nur Dampf raus am Ende. Klar. Es ist nicht so, wie wir uns in Deutschland oder wie viele Leute kennen, mit Temperaturmessung, sondern hier wird einfach nur eingeheizt und derjenige, der es macht, muss ein bisschen Gefühl haben dafür, dass es nicht zu heiß wird. Es ist nicht zu kalt, nicht zu heiß. Gut, wenn es zu kalt ist, da kommt nichts raus hinten an der anderen Seite. Wenn es zu heiß wird, ist es ein Problem. Ah, Maischeablass. Mal sehen, wie es funktioniert. Man darf gespannt sein. Also bei uns würde jemand die Feuerwehr rufen, wenn man so ein Feuer machen würde im Garten. Und der Alkoholgehalt wird getestet auf die Art. Ja, ist noch nicht so weit. Mal schauen, wie stark das ganze Gebräu schon ist. Boah. Das schmeckt wie Kleber aus dem Baumarkt. Oh, das riecht wie Kleber aus dem Baumarkt. Sehr stark. Guter Stoff. So, und schon wieder was gelernt? Das ist jetzt hier Schliwowitz, gell? Ja. Habe ich recht? Ja. Das ist Schliwowitz. Was man eben gesehen hat, im neuen Fass, das war ganz frischer Schnaps, weiß bis bläulich. Und der sieht aus wie, na, ich sag's jetzt nicht. Aber es hat seinen Grund. Es gibt hier zwei verschiedene Schliwowitz-Arten. Der eine ist und bleibt weiß. Das ist das, was wir normalerweise in Deutschland kennen. Aber hier wird er noch veredelt. Hier nimmt man ein kleines Stück der Robinie, also der Scheinakazie, ein ganz kleines Stück des Holzes, also hier vom gelben Anteil, nimmt man ein Stück, nur so ein ganz, ganz winzig kleines Stück in die Flasche, lässt es etwa einen Monat drin und dann bekommt dieser Schnaps noch ein ganz anderes Aroma und eben diese Farbe. Es erinnert mich an irgendwas, aber ich sag's jetzt nicht. Da muss ich jetzt gleich mal verkosten, gleich mal probieren. Klar. Er riecht schon noch sehr stark. Nicht mehr so stark wie der Frische, aber er riecht noch stark. Oh,
Oder Rotwein, ja. Wie, der ist fein. Also ich bin, ehrlich gesagt, kein Schnapstrinker. Ich trinke ab und zu mal gern Whisky. Weiß derjenige, der meine Videos anschaut, aber der ist fein. Der ist lecker. Ein ganz feiner Geschmack. Richtig fein. Super. Gar nicht so wie der übliche Schnaps. Ein interessanter Aspekt bei dieser Anlage ist das hier. Es ist sehr, sehr wichtig, dass das Rohr, wo dieser Alkohol in Dampfform, also quasi in Luftform hier rauskommt, in den Kühler reingeht, dass hier die Dichtung perfekt ist. Aber es muss auch beweglich sein. Es muss sich bewegen können. Und hier jetzt mit Silikon zu arbeiten oder Acryl oder sonst irgendwas, das geht nicht. Das sind die ganz schlau. Die machen eine Mischung aus Kleie und Mehl und ein bisschen Wasser, füllen das hier in den Trichter rein. Deswegen ist es auch so beweglich und es ist absolut dicht. Das Wasser ist jetzt schon ein bisschen warm. Aber die Fließgeschwindigkeit, also wenn man die Fließgeschwindigkeit erhöhen würde hier vom Wasser, aber ist halt nicht sehr hoch. Läuft nur so. Wenn man die Fließgeschwindigkeit erhöhen würde, wäre das Wasser kälter und die Effizienz, also Schnaps, mehr Schnaps würde rauskommen noch. So verdampft halt ein bisschen. Und hier haben wir die Kurbel. Dass die Maische hier drin nicht anbrennt, muss man immer wieder mal kurbeln. Das muss immer nach oben bleiben. Ah, okay. Vorher. Ah ja, vom Anfang, vom Anfang, ja. Ja, so lernt man dazu, ja. Dann geht das immer wieder hier, oder? Besser, ja. Ja. Wenn ich hier weggehe, bin ich Profi im Schnapsbrennen. Kein Problem. Ja. Auch wenn das recht schmutzig hier ausschaut, das ist nicht schmutzig. Das ist die Maische von der Zwetschge und die kommt jetzt dann gleich hier rein. Und dann schmeckt. Ja, ist schon Alkohol. Schmeckt. Ja, klar, ja, ist schon Alkohol. Ja. Weil der Eimer ist jetzt fast voll, also ein Durchgang ist jetzt schon gebrannt. Und jetzt kommt das nächste. Perfekt. So, das Maß ist voll. Jetzt geht's dran. Ja, jetzt kommt die alte Maische raus. Ein bisschen Wasser dazu. Ja, so sauber machen. Nachher kommt auch noch ein bisschen Sand mit rein, damit der ganze Kessel wieder sauber wird, das Angebrannte rauskommt. Ja. Muss er rühren. Mal sehen, wie er brauchst du wieder. Runde. Da ist aber Goldfisch drauf. Ja. Das ist ja probiert. Ja, sagt das dann doch schon. Ja, so. Gut. Genug. Eine kann genug. Solche Tricks muss man kennen. Man nimmt jetzt neu Schnaps. 1 Kilo Zucker, richtige Mischung und was sind 20 Tage und dann wieder kommt. Motorwagen? Ja, doch. Ja? Ja, doch. Aber zweite Produkte. Ich habe gerade einen Trick erklärt bekommen, wenn man dieses
Zeug, was man normalerweise wegwirft, ja, 1:1 mischt mit Zucker, mal 20, 30 Tage stehen lässt, nochmal reinwirft, kann man nochmal Alkohol, ja, rausholen. Ja. Und hier, das ist der Profi. Er ist Profi-Schnapser. Und schon läuft der nächste Eimer. Hier haben wir einen Alkometer. Ja, der steht am Boden jetzt, deswegen sieht man nicht so genau, was er hat. Und zwischendurch immer mal wieder nach dem Schnaps schauen. Jetzt sind wir schon beim dritten Eimer. Das geht ratzfatz. Das ist nur beim ersten Brand. Kommt der zweite. Ich habe mir erzählen lassen, früher war das hier wie so eine Art kleines Volksfest, wenn Schnaps gebrannt wurde. Es haben viele Häuser haben hier so eine Schnapsanlage bei sich im Keller oder in der Garage. Und da kamen die Leute immer zusammen. Es war die Gelegenheit für ein schönes Fest, wenn einer Schnaps gebrannt hat. Gerade die, die gerne ein bisschen was getrunken haben, waren dann auch dabei, haben ein bisschen geholfen. Und dann hat man so nebenher, unten in der Glut, hat man dann seine Kartoffeln reingelegt, dann gab es auch noch ein bisschen was zu essen nebenher. Ja, lustige Sache, kann man sich ganz gut vorstellen. Aber heute hat sich das ein bisschen gelegt. Heute brennen noch einige, also nicht mehr viele, nicht mehr so viele wie früher, aber einige brennen noch in ihrem Garten selber. Aber das sind halt eher so die nur direkten Freunde, Verwandte, die dann dazukommen. Nicht mehr die Dorftrinker. Die besorgen sich, was weiß ich, wo ihr einen Schnaps. Und der Trester kommt dann als Dünger in den Garten. So ist jedem geholfen. Der Garten wird gedüngt, Trester ist aufgeräumt, passt. So, und das ist jetzt hier der heute gebrannte Schnaps. Der darf ruhig ein bisschen Verunreinigungen haben, hat er ja auch, weil genau dieser Schnaps wird dann in dem zweiten Durchgang nochmal gebrannt. Und erst dann wird er als trinkfertige Lösung in Flaschen abgepackt. Viele Leute hier brauen ein Fass Schnaps oder brennen ein Fass Schnaps, brauen. Brennen ein Fass Schnaps im entsprechenden Holz. Machen das nachher zu, verplomben das bei der Geburt ihrer Kinder. Und wenn die Kinder dann heiraten, dann erst wird das Fass aufgemacht. Dann ist der Schnaps natürlich von allererster Güte. Ja, von diesen Bäumen hier, ich weiß nicht, was für Bäume das sind. Auf den ersten Blick könnte man denken, es wären Weiden, aber es sind keine Weiden. Wenn jemand von euch weiß, was es für Bäume sind, wie die heißen, darf es auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber ein Stück, kleines Stück Holz von diesen Bäumen machen die Leute hier auch in den Sliowitz rein, damit er eine bestimmte Farbe bekommt. Es gibt drei verschiedene Holzsorten, die verwendet werden. Einmal Robinie oder Scheinakazie, dann von diesem Baum ein Stück Holz und es gibt auch noch die Eiche, dass man ein Stück Eiche reintut. Aber die Leute sagen, mit Eiche wird das Sliowitz so dunkel. Das ist eher nicht so das, was sie so gern haben. Sie nehmen also entweder von diesem Holz etwas in die Flasche rein oder von der Robinie. Robinie habe ich euch schon gezeigt, wie es aussieht. Es sieht zwar ein bisschen nach Pipi aus, okay, aber es ist nicht so klar, wie jetzt zum Beispiel der Sliowitz, den man in Deutschland kaufen kann, der gefärbt ist und der ist wirklich nur rein gefärbt. Da wird Farbe reingetan von dieser Großindustrie, die jetzt den Sliowitz herstellt. Das wird nicht mit Holz gefärbt, nicht original. Also hier ist es schon alles ganz original, rein bio, klar, Logo. Das ist jetzt zum Beispiel von dem Baum, den ich euch eben gezeigt habe. So wird das Sliowitz eingefärbt.
Sieht ein bisschen besser aus von der Farbe als das Libowitz, den ich euch vorher gezeigt hatte, von der Robinie. Aber naja. Neuer Tag, neues Glück. Jetzt ist der zweite Brand. Der Ofen ist gut eingeheizt, der gibt richtig Gas. Hier ist der Schnaps drin von vorher, den wir gemacht haben oder der gemacht wurde. Und hier ist er am Laufen. Und das kann man auch probieren. Ah, jetzt schmeckt er schon anders, jetzt schmeckt er schon besser. Gestern war er so kleberartig, also billiger Fusel, so kennt man das ja. Aber jetzt schmeckt er schon nach Slivovitz. Ja, jetzt müssen wir natürlich den ganzen Schnaps noch abfüllen. Naja. Muss natürlich. Jetzt wird er gelagert. Ich habe jetzt hier schon ein paar Stücke von einer Robinie, von dem Gelbanteil, also nur der gelbe Anteil im Holz. Das sind ein bisschen verschiedene Farben, wie hier zum Beispiel auch das dunklere. Das ist weniger geeignet, ein bisschen von dem Gelbanteil des Holzes rausgemacht. Das mache ich da noch ein bisschen kleiner, noch ein bisschen feinere Späne, weil je feiner die Späne sind, umso mehr, umso besser, umso schneller kann der Inhaltsstoff aus dem Holz, auch die Farbstoffe aus dem Holz, übergeben werden in den Slivovitz. Da sieht man mal, Buschkrafttechniken kann man überall und immer wieder anwenden. Bartoning halt. Oder Bartoning. Egal wie man es nennt. Ich hoffe, das Video über Schnapsbrennen hat euch gefallen. Würde mich freuen. Dann sehen wir uns im nächsten Video.